Gesundheit und Wirtschaft vereinbart. Und bei mir zu Gast der Geschäftsführer Peter Stettler. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Hallo miteinander. Heute kochen wir ein feines Thurgauer Musterfilet. Lasst euch überraschen. Was muss man am Vorrat haben? Das muss man einkaufen, damit man das Filet machen kann. So, ich bin dann zum Dorfmetzger, habe das Schweinsfilet gekauft, habe hier den Modelschinken gekauft. Natürlich braucht es da meine feinen Gewürze zu, Peperoncini aus der Mülle oder natürlich die Marinade, mit dem tue ich dann das Fleisch marinieren. Das Ganze wickeln wir dann ein in den Teig. Wieso kommen wir später dazu? Die Füllung ist der Rost, der bereits eingelegt worden ist. Dazu machen wir einen feinen Saisonsalat mit Chicorée Nüsschen, ein bisschen Brotkrutto und natürlich eine wunderfeine Salatsauce dazu. Und zum Dekorieren auch noch dörte Hüpfelringe. So, Sandra, jetzt nehmen wir die Marinade. Nicht nur während der Grillsaison kann man die gut brauchen, aber auch jetzt für eben das vielen Teig zu machen. Ich streiche sie da drauf. Unterdessen, verrate uns doch mal, was kein Rezept drin ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir machen die Marinade, die hat jetzt Cognac drin. Dünn die konservieren mit Honig, das ist sehr wichtig. Darum ist sie auch ganz so dünn eingestrichen, wie sie jetzt hier Sandra macht. Wir müssen sie nicht zwei Stunden einmarinieren, es hat nicht einen Haufen Öl dran und die Würzkraft ist gleich da. Wir wollen ja wissen, wie das Fleisch auch schmeckt, nicht nur das Gewürz rundherum. Ich tue jetzt hier bereits schon die Platten einschalten, dass wir es nachher auch noch anbraten können. Auf grossen Stufen anbraten, damit sich die Poren ganz schnell auch schliessen tun. Ganz genau. Ihr habt ja bei euren Produkten keine E-Nummer, nichts drin. Das ist richtig, ja. Bewusst, weil das ist ja heute der Trend von der ganze Brötlerei, und dann denke ich, ist das wichtig. Bist du jetzt gut gegangen mit deinem Eierpinsel zum Marinieren? Deep top gegangen. Also. Nur weiter zu empfehlen so. Eben, siehst du, man braucht eigentlich nicht viel und das langt so. Jetzt tun wir das hoch. Das ist ganz kurz heiß anbraten, oder? Ja. Ringsum. Ganz genau. Richtig scharf anbraten. Im Prinzip gleich wie beim Niedergaren machen, dass die Poren geschlossen sind. Gut. Ja. Ihr habt aber noch weitere Marinade, das ist eine mit Cognac schon speziell drin. Das ist richtig, warum Cognac? Ja. Ich meinte einfach, wir haben das so gemacht, wie wir am Schluss genommen haben, so gewisse Pfiffe. Sag es jetzt einmal so. Nur ist natürlich Cognac allein lange ja nicht. Die Leute wollen dann eine andere Auswahl. Also man kann sagen, ihr habt eigentlich verschiedenste Schnaps probiert, in so eine Soße reinzubringen. Und mit dem Cognac sind wir dann hängen. Das ist ganz genau so ist es ja. Das Fleisch ist ringsum gut an. Ich tue das jetzt in den Kühlschrank rein. Das ist richtig so. Das tun wir eigentlich nur darum machen, weil das nachher im Teig eingepackt wird. Normal tut man natürlich kein warmes Fleisch im Kühlschrank. Das ist klar. Wir tun die Füllung vorbereiten nachher für unser Filet. Du bist am Dörrobst schneiden. Äpfel, Zwetschge, Weinbeere. Kommt das darauf an? Nein. Ganz wichtig ist einfach, dass man es am Vorabend noch einlegt. Und jetzt, so wie wir es hier haben, haben wir es ganz sanft ausgedrückt, dass auch das Wasser wieder weg ist. Etwas, was ich dich schon immer wollte fragen, der Name Städti, da kommt von Städtler, nehme ich an. Das ist richtig. Das kommt eigentlich vom Militär her, wo ich meinen Namen als Städtler ist dann einfach als Städti. Ich habe keinen anderen Namen gehabt, nur den. Darum ist es zum Markennamen geworden. So einfach ist das. Wenn alles so einfach wäre, dann wäre ich froh, wenn du mir schon wieder mal ein bisschen für deinen Obst reingeben. Hola. So. Bitte schön, du bist ja auch immer an der Olma. Sehen wir dich auch immer schon auf der Kopfkarriere. Ja, natürlich. Komm mit hier hin. Ganz genau. Das ist für uns ganz eine wichtige Publikumsmesse, wo wir unsere neuen Produkte vorstellen können. Das Metzgergewürz oder das Glühweingewürz. Und hier an der Olma haben wir ja die Mostersalatsoße vorgestellt. Die du ja schon bereits gezeigt hast. Wo wir dann auch noch am Schluss brauchen. Ganz und genau. Dort lüften wir einfach ein kleines Geheimnis zu dieser Salatsoße. Das ist richtig, also, ganz genau. Ich muss viele einpacken, habe ich da etwa 5 cm, die ich noch abschneide zum Garnieren und den Rest überlasse ich dir, wo du kannst anfangen mit dem Filet. Ja, das mache ich. Du hast gerade genug weggekommen, bevor. Hoffentlich kann ich dir das Filet noch einpacken. Da habe ich einen feinen Schinken, den ich jetzt hier drunter lege. Jawohl. So. Und dann tust du völlig drauf zu Filet und dann wie ein Sandwich wieder ganz abklappen. Genau, packen. Ganz genau. Du hast vorhin Dolma angesprochen, wo ihr eure Produkte präsentieren. Hat man aber nicht gerade so grosse Batzen wie der Olma, die man möchte ausgeben. Mindestens nicht für Produkte zum Kaufen, gibt noch anders aus der Olma. Wo kann man eure Produkte beziehen? Unsere Produkte sind hauptsächlich in den Metzgereien oder im Detailhandel erhältlich.
Es ist natürlich auch so, dass wir auch mit dem Internet unsere Erfahrungen sammeln müssen, auch in Bezug auf die Zukunft. So. Das ist schon fertig? Oder kommt da oben drauf, du hast auch noch die Seite? Da tun wir nicht zu fest fühlen, weil sonst verplatzt es dann. Das langt so. Voilà. Ihr seid auch Metzgereien verkaufen eure Produkte? Das ist richtig, ja. Und zwar in der ganzen deutschen Schweiz sind wir daheim. Im Fachhandel produzieren wir ja in Thurgau. Wir haben aber ein Vertriebsnetz, wo die ganzen Marinaden, Küchenkräutchen und so weiter werden dann so verkauft in der Verpackung für den Metzger oder dann für ihn, wo er dann selber seine speziellen Steak mariniert oder seine Spezialitäten macht. Das ist richtig, ich habe es dir damit einig, gerade wenn ich dir das anstreiche, dass du den Kuchenteig, es ist kein Blätterteig, sondern den Kuchenteig, das ist richtig, du musst dann einpacken. So. Ich überlasse das bei dir. Du also, bist das mache ich gerne. Sophie, sagst mir einfach, wie ich das nächste Mal daheim auch machen und vor allem auch unsere Leute. Es gibt auch eine Variante mit Blätterteig, nur meine ich einfach den Kuchenteig. Der ist dann schöner am Schluss, wir werden das sehen. So, tun wir das von dieser Seite hier einpacken. Und dann tun wir nachher verkehrt dann. Anlegen. Nein, das tun wir gerade so. Ja. Weil ich habe hier nämlich so einen Streifen gemacht, so. Wie abgebrochen. Ja, und man da kann noch drauf tun. So, jetzt. Also, da will ich mich ein bisschen anpinseln. Ganz genau, mit dem Eiweiß. Ich kann noch ein bisschen Peperoncini wegnehmen. Und was machst du mit dieser Füllung? Wie viel kann man die noch brauchen? Vielleicht können wir nochmal eins für den Besten. Vielleicht können wir noch mehr Gäste, weil ich habe ja dann die Zeit. Machen wir halt nochmal ein Filet. Ist das auch etwas, was man könnte jetzt machen, zum Beispiel zu einer Vanilleglasse dazu? Das wäre eine Idee. So hier rum. Ja, das finde ich gut, ja. Wäre das auch so möglich. Gut. Jetzt tun wir hier noch fertig verzieren da mit diesen Herzen. Man kann durch verschiedenste Varianten, also wäre es jetzt Weihnachten, würden wir Sterne drauf tun, ganz oder? Genau. Aber es ist ja schon bald Valentinstag, von dem her. Tun wir halt die Herzchen drauf. Herzchen. Das gleiche ein bisschen hier drauf ist. Jawohl, da haben wir noch zwei, so. Ja. Und jetzt würde ich sagen, tun wir das also mit dem Eigelb bestreichen, bevor es bei 200 Grad in den Ofen geht. Ganz genau. Der Ofen ist vorgeheizt. Jawohl, und für Sie gibt es unterdessen einen Haushaltstipp aus dem Arenenberg. Kompost ist eine Ansammlung von abgestorbenen pflanzlichen und tierischen Bestandteilen, die durch Bodenlebewesen und chemische Vorgänge abgebaut, umgebaut und zu wertvollem Humus aufgebaut werden. Eierschalen zerkleinern. Problemlos können Sie Rüstabfälle und Rasenabschnitte kompostieren. Wichtig, den Kompost immer 1:1 mit brennbarem Material, wie zum Beispiel Rindermulch oder Stroh mischen. Auf keinen Fall kompostieren, über Sie nicht verrottbare Materialien, wie zum Beispiel Steckmoos, der Inhalt von einem Staubsaugersack, Plastik oder Knochen. Wir sind hier beim Salat. Der Nüsslisalat kommt auf den Teller. Du tust noch ein bisschen Brotcroton schneiden, fein würfeln und dann kann man gerade ohne Fett anbraten, damit es auch nicht so glänzend tut. Das ist ein spezielles Menü, das du mitgebracht hast. Wieso gerade das Gericht? Ich habe eigentlich das ausgewählt, weil da hat auch der Koch nachher Zeit für seine Gäste. Es ist relativ einfach, so wie wir es hier gezeigt haben. Unter anderem auch hier die Grutto. Toastbrot hat man ja immer daheim. Die Pfanne und Anrösten. Wunderbar frische Grutto für auf den Salat. Das ist so. Ich lasse hier noch ein bisschen Platz, wo wir nachher können, dieses wunderbare Filet, das jetzt im Ofen innen ist und schmeckt schon ein bisschen, gell, holen. Halt, aber ich noch schnell. Das musst du schnell wegnehmen. Weil da habe ich noch einen Tipp. Wenn man die gut kühlt, die feine Mustersalatsauce, und da drauf tut, dann ist das eine wunderbare Tippsauce. Fragt sich nur noch, wer es probieren darf. Der Chef kocht natürlich frisch persönlich. Der Chef kocht nachher natürlich. Auch der Partner, der mitgemacht hat. Gut, vielen Dank, Messi. Bier gerade. Jetzt kannst du die Flasche wieder haben. Gut. Fein, jetzt müssen wir noch das ersetzen. Durch da noch die ganze Hände. So. Und jetzt. Ideal für jeden Haushalt. Die feine Soße. Wir sehen, wir haben hier noch kleine Geheimnisse in der Lüfte. Ich weiss, es ist schon ganz zweit unterwegs in einem Versuchslabor. Oder reden wir da? Ganz genau. Nachdem die erste Mustersalatsauce so gut angekommen ist, haben wir uns natürlich überlegt, was bringen wir noch. Wir haben eine Winzersoße im Keller. Das ist ein süßer Rotweinessig. Und dann ein kaltpresses Rapsöl. Eigentlich gleich Balsamico und Olivenöl. Das wollen wir aber machen im Thurgau. Unser Backofen ist fertig. Das heisst, hier kann ich rausnehmen. Das sieht so, aber fein aus. Wunderbracht.
Ich tue wieder die Frucht da drauf. Und jetzt werde ich dann nachher froh, den Stipp ab.